Ja, gut, dann fangen wir schon mal an, während Dirk sich hier noch auszieht, weil das Rohr glüht. Wie ein Porno. Apropos Porno, das hier ist Sex für die Ohren oder wie wir es nennen, Fürnüsse mit Dirk und Klaus, Folge, ich schätze mal 48. Bald ist es soweit. Bald ist es soweit. Krasse Schule. Krasse Schule. Ja, und das sind Dirk und Klaus, ein regulärer Podcast von Fürnüsse. Wir hatten jetzt eine längere Aufnahmepause, was natürlich nicht stimmt, weil wir alle 50 Folgen am Stück aufnehmen. Ja. Also und die andere kam ja auch fast pünktlich raus, nicht Montag, sondern Mittwoch. Ja. In der Audioversion war es auch fast pünktlich, da war ich sogar mit Dienstag, bin ich gar nicht so weit davon entfernt. Nice. Ich hatte es nur abgespeichert, ohne wir es einzuplanen. Wir haben immer so Tendenzen. Ja, naja, denn gut, ja, so ist Kunst, da muss man mit rechnen. Jetzt zieht er seine Hausschuhe aus, die er bei mir gelassen hat. Alter, hier ist echt, also dieses glühende Rohr muss man erklären, es gehen zwei Heizungs... Erklär das glühende Rohr, ja, Baby, ein bisschen Dirty Talk hier am Anfang der Show. Das was? Ein bisschen Dirty Talk. Nee, weil, wie hast du es gerade gesagt, das glühende Rohr? Das glühende Rohr. Ja, hier gehen zwei Heizungsrohre von unten nach oben durch das Gemächt. Oder von oben nach unten, das ist hier schwer zu sagen bei den Bauarbeiten. Und jetzt hier hört man vielleicht. Oben gibt es ja halt wieder noch einen neuen Mieter, beziehungsweise gibt es überhaupt mal wieder einen Mieter. Da sitzt das Geld lose, beziehungsweise da ist ganzjährig mindestens 35 Grad in der Butze. Ja, wenn da jemand fragt, heizen wir für draußen, ist die Antwort ja. Ja. Fenster auf und Heizung. Wie sollte denn sonst halt die Klimaerwärmung vonstatten gehen, wenn wir nicht alle mitmachen? Deswegen Klaus ist gerade nach Hause gekommen. Ich bin gerade zu ihm gekommen und habe mich so ein bisschen mummelig eingepackt und jetzt mehr und mehr. Also es ist so ein leichtes, es ist kurz vor Dampfbad. Ja, deswegen müssen wir auch demnächst anfangen, sonst bist du nackt, bevor wir zur Frage gekommen sind. Ja, aber, gut, das würde ich ja wohl nicht stören. Wie immer, weil wir nackt aufnehmen. Ein bisschen für euer, wissen was für euer Kopfkino mit Hashtag Dirk Wolke A7. Klaus. Sollten wir echt zum Hashtag machen, die Wolke A7. Stimmt, sollte ich mal echt einführen. Hm. Ja, weil ich poste ja immer die Bilder und dann. Ja, wenn ich es nicht vergesse, ansonsten musst du es mal drunter schreiben, dann füge ich es noch ein. Hashtag Wolke A7. Was geht? Ehrenmann. Ehrenfrau. Steht für? Was? Ehrenmann und Ehrenfrau? Wie steht für? Steht für gar nichts. So wie bester Mann. Nee, es steht für Ladies and Gentlemen. Ehrenfrau Echt? Und Ehrenmann. Was? Ja. Also, da kann ich mal sagen, Ladies and Gentlemen ist schon falsch. Das hast du ja immer mal erzählt. Lords and Ladies und Gentlemen und Gentlewomen. Ach. Ne. Da haben wir wieder was gelernt. Jetzt haben wir auch unseren Bildungsauftrag erfüllt. Jetzt hat Funk eigentlich keine Gründe mehr, uns abzulehnen. Ah, habe ich vorhin auch geguckt. Hier. Außer wir sind zu dumm für euch. Ihr seid eine zu coole Show. Ja, ich spreche nicht das Publikum an. Was wir ansprechen, das ist nur bis 29. Ja, wir würden ja auch Leute unter 20 ansprechen. Wenn wir dürften. Legal, aber wir sind einfach... Ich dachte, ich halt einfach mal die Fresse. Das wird immer ihn einfach reden. Lass ihn einfach belastende Dinge auf Band aufzeichnen. Wie sieht's aus mit deinem Bitcoin? Ist wieder gestiegen. Vorrat? Ist wieder gestiegen. Was, auf 3.000? Nee, 3.8 oder so. Was, ehrlich? Ja, jetzt 100.000, Baby. Wieso haben wir nicht bei 2.9 gekauft? 100.000, Baby. Warum haben wir nicht bei 5.6 verkauft, bei 2.9 gekauft? Dann hätten wir jetzt schon viel mehr. Einfach mal pauschal. Einfach mal Türen kaufen. Ich habe vorhin so ein wahnsinniges Video gesehen, wie jemand, wie heißen diese, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es das hier auch in Europa, dass Sachen, die zurückgeschickt werden zu Amazon, werden ja, sofern die halt minimalsten Makel haben, nicht sofort wieder verkauft. Kommen sie in diese Warehouse-Deals? Ja, beziehungsweise gibt es dann halt auch Firmen, die dann halt komplett auf Paletten dann verkaufen und sagen, eine Palette kannst du ersteigern. Überraschungspakete. Mindestens weiß nicht, $200-300 oder sowas. Mhm. Und da hat halt einer in Las Vegas hat so ein Ding ersteigert für knapp $500. Ja. Und hat das irgendwie alles in seinen, und das waren alles Monitore, von denen dummerweise er hat, glaube ich, 8 gehabt, von denen 6 waren halt alle komplett am Arsch. Er hat die angeschlossen, die hatten halt alle Risse, die konnte man nicht sehen. Ja.
Aber zwei waren halt tadellos. Ja. Und da meinte, das hat schon komplett rausgehauen. Ja. Und in einem anderen Karton war, auf dem Foto hatte eine Switch gesehen, die war aber in der Liste nicht eingeführt. Ja. Also es gibt da wohl doch eine Liste von den technischen Dingern, die drin sind. Ich weiß nicht, ob die komplett ausgeführt sind oder steht nur Monitor. Und dann war tatsächlich ein Switch und alles drin. Mhm. Und der hat dann zum Schluss alles zusammengerechnet. Er meinte, ich habe es ja noch nicht verkauft. Das ist jetzt nur der aktuelle Gegenwert des Gebrauchten, was er hier hat. Und er hat dann halt irgendwie Gegenwert von knapp $5,000 und Einsatz waren $500. So. Nice. Muss natürlich den Scheiß, also muss Zeit haben, das halt alles organisieren, hinfahren, holen, testen und dann stellst du es halt rein und wartest. So. Mhm. Weil er meinte, wenn du echt die Zeit hast, dann kriegst du es ja los. Ja. Wenn du sagst, ich muss in einer Woche, dann drückst du den Preis immer weiter runter, das wissen andere auch und dann... Ist halt dann auch ein Job. Ja, also, also das habe ich dann halt auch gedacht. Der hat es dann halt einmal gemacht, aber es gibt natürlich Leute, die halt sogenannten Schnäppchenjäger oder irgendwas, Alter, ich habe das Gefühl, wir moderieren hier gerade auf dem Ball oder so. Ich kann es ein bisschen lauter machen. Nee, also ich meine, also ist okay. Ich habe nur die Hintergrundgeräusche, als ob man irgendwie auf so einem Empfang ist oder so. Ja. Ach so, ein bisschen sägen und schleifen und einhämmern. Ist doch okay. Da ist ja unser Publikum auch inzwischen dran gewöhnt. Das würde ja eher fehlen, wenn es weg wäre. Heißt gewöhnt oder gewohnt? Dran gewöhnt. Dran es gewöhnt. Hat sich gewohnt. Man hat sich dran gewohnt. Nee. Es ist gewohnt. Eine gewohnte Gewohntheit, ja. Gewöhntermaßen. Schickt uns einfach eure gewohnt-gewohnt-Vorschläge an fürnüsse@gmail.com oder @fürnüssepod auf Twitter. Es gab Reaktionen von LOL bis lachenden, weinenden Wahnsinn. Hm. Also unsere Postkörbe sind randvoll. Wir haben auch den flachsten Postkorb der Welt, auch ersteigert bei Amazon. Das ist eigentlich nur eine DIN A4-Seite. Naja, es passen auf jeden Fall Kuscheltiere rein. Ja. Ja. Oh, und daraus machen wir dann Hausschuhe. Ja. Naja, ne? So. So, Klaus, du hast die Aufnahme unterbrochen gerade. Kannst du mal die Finger da wegnehmen? Nimm doch wieder einen Stift oder so. Hier, da ist einer. Ah. Meine Güte, dieser hibbelige Typ, ey. Du müsstest vorher halt irgendwo immer festgeknotet werden und dann, weiß ich nicht. Wie Odysseus an den Mast seines Schiffes. Ja, und dann schön Wachs in die Ohren. Passt ja fast. Ja. Wie war denn jetzt deine Woche? Wundervoll. Schatz? Ja, war gut. Wir haben ja schon geredet. Komm. Also, komm, das machen wir ja sonst ja auch nicht. Wie war denn deine Woche? Du warst doch weg. Was lenkt der denn ab? Ja, ich war wunderschön weg. Ich war auf dem UNESCO-Weltkulturerbe. Auf jedem in einer Woche. Ja. Das war der Business-Trip. Nein, ich war auf der Hallig-Langenes. Es war sehr schön. Und gerade ist jetzt ja auch quasi Nebensaison. Da ist ein bisschen weniger los. Halligen, für die es jetzt nicht wissen, sind keine Inseln, sondern natürlicherweise bis zu 20 Mal im Jahr überspült und nur die künstlichen aufgeworfenen Erdhügel, sogenannte Warften oder Warfen, je nach Hallig. Kannst du bitte aufhören zu hämmern, während du die Geschichte erzählst? Gibt es dort auf der Hallig, gibt es glaube ich 15 oder so. Ich weiß gar nicht, ob die alle bewohnt sind. Jetzt gerade sind es, glaube ich, so um die 106, 108 Menschen da am Start, die da leben. Ja, und das ist nicht ohne. Also, weil die müssen ja halt alle mehrere Jobs quasi machen. Da gibt es dann, glaube ich, die Basis dann entweder, also unter anderem Tourismus und dann Küstenschutz und, ich weiß nicht, Gambling oder so. Ja, jetzt so ein Offshore-Paradies. Ja, nee, das war sehr schön. Das war echt gut. Und ich habe einen Bernstein gefunden und ich würde mal sagen, der ist so 2 Millimeter hoch und 1 Millimeter breit. Das ist auch besonders gut, dass du es optisch zeigst für unsere Zuhörer. Naja, ich muss es erstmal für mich zeigen, um dann so die Maße zu schätzen. Ja. Aber das ist nicht schlecht, wenn man sich überlegt, dass der mindestens 35 Millionen Jahre alt ist. Ja, fast so alt wie unsere erste Folge inzwischen. Was ich ja letztens beim Einkaufen erzählt habe, dass da geht es gerade voll ab auf Langenes, weil irgendwie vor ein paar Monaten jemand so einen ordentlichen faustgroßen Brocken Bernstein gefunden hat. Mhm. Und natürlich, wie Klaus auch gesagt hat, dass man so ein bisschen darauf getrimmt ist, das zu sehen, hat er und viele andere auch einen Handabdruck da drinnen gefunden. Jedenfalls meint er das und das Ding ist jetzt gerade irgendwie eingeschippert nach Frankfurt ins Labor und da wird er halt erstmal beschnüffelt, weil das ja, wenn, die ganze Geschichte auf den Kopf stellen würde, weil 35 Millionen Jahre ist ja gar nicht so. Da hätte ich sowieso nochmal eine Rückfrage. Ja, also du sagst ja 35 Millionen Jahre, aber Gott hat die Erde erst vor 6000 Jahren geschaffen. Du Kreationist, geh auf deine Arche, lass mich in Ruhe. Mit deinen Tendenztieren da. Tendenztieren.
Da war das nicht die Erklärung, dass sie gesagt haben, irgendwie so ein Reporter auf der Eiche war, alle Tiere kannte und den letzten war so eine Mischung aus irgendwie so ein Dinosaur versus Känguru, Octo, bla bla. Und dann meinte, ja, das ist eine Tendenz an den Originaltieren, die und damit ist ja auch nur die Kreativität Gottes beschrieben. Nice. Dann habe ich das mal so als Tendenztier abgespeichert. Das ist so, wenn jemand so richtig schlimm aussieht, dann könnte man ihn sagen, ihn benennen als Tendenztier. Aber zu Tendenztier. Genau. Ja. Du bist auch nur so eine, du bist doch gerade so der Beweis für die Kreativität Gottes. Mhm. Ja. Ja. Aber gute Zwischenfrage. Danke. Gerne, Schatz. Soll ich auch immer Zwischenfragen loben. Nee, wir haben ja gestern... Jetzt wird geschliffen, geschlagen und geklopft. Ja, egal. Wir haben ja gestern schon ein bisschen drüber geredet, oder das ist auch angestoßen. Und das ist, ist die Woche passiert. Nee. Deswegen. Cyber Monday. Seid ihr bereit, Kinder? Kinderschokolade. Ich sagte, seid ihr bereit, Kinder? Ach du Scheiße, ja. Ei, ei, Captain. Ach, mit 57 an alt ist er gestorben. Steven, ne? Hillenburg. Der Schaffer, der Erfinder von SpongeBob. Der Kreationist Schwanzbobs. Hast du gerade Schwanzbob gesagt? Nee, spür mal zurück, Kollege. Das passiert mir gleich aus Versehen. Ah, hör auf, Finger weg. Nimm noch irgendwas in die andere Hand. Und ein Beißling. Genau, und ALS, die Nervenkrankheit, die viele von euch wahrscheinlich nur kennen werden wegen der Ice Bucket Challenge. So, stimmt. Ne? Generell eine traurige Woche für, oder ich weiß nicht, ob es jetzt eine Woche oder anderthalb Wochen schon ist, weil Stan Lee auch verstorben ist, also einer der Miterfinder von Spider-Man und der Captain America quasi neues Leben eingehaucht hat, der X-Men, Black Panther und Co. Da kam ja dann auch die Diskussion auf, dass sich viele Promis mittlerweile rühmen mit toten Promis, weil die dann nicht nur sagen von wegen Rest in Peace, bla bla, wundervoller Mensch und hat mich so inspiriert, sondern immer so eine Fotos mit. Ja. Und da gab es dann ja irgendwie den Gag jetzt bei ZDF Neo oder sowas, dass sich Roberto Blanco gesagt hat von wegen, hier meldet euch an, wenn ich tot bin, könnt ihr jetzt schon vormelden, können wir schon mal ein paar Fotos machen. Das kostet zwar jetzt ein bisschen, aber später könnt ihr richtig schießen. Ist das in unserem Budget drin? Ja, Roberto, obwohl. Also ich glaube, es ist schon... David Hasselhoff kriegen wir, glaube ich, aber... Roberto Blanco meinst du, ist teurer? Ja, der hat, glaube ich, mehr Auftritte. Du kriegst den für einen Taui. Spendet an fürnüsse@gmail.com. Haben wir eigentlich ein PayPal? Nee, Patreon bräuchten wir, wenn dann. Wieso kann man das nicht PayPal da auch machen? Das ist ein bisschen unseriös, glaube ich. Ja, was passt da zu uns? Wie bitte? Ich lege uns halt wie gewohnt die Salami auf die Türschwelle bei Klaus. Was sie nicht auf die Türschwelle? Du meinst, sie schleifen mir gerade die Salami ab, die seit der letzten Aufnahme herumliegt. Ich hoffe, es ist die Salami. Zurück zum glühenden Rohr. Zurück zum Thema. Ja, deswegen dachte ich, wir haben ja auch gerne selber SpongeBob geschaut. Was sind denn unsere liebsten? Schaust du es noch? Naja, wenn ich das ab und zu irgendwo sehe. Echt? Ich habe ja keinen Fernseher, weil mir niemand ein Koaxialkabel zum Geburtstag geschenkt hat. Ich habe dich gewarnt und du hast gesagt, nee, ey, bitte. Ey, ich das will auch kein Koaxialkabel. Ja, ich schaue kein Fernsehen hängen. Aber du zahlst doch deine 17,50 €. Ja, wir haben ja keine Wahl. Also, was soll man machen? Kannst du nichts machen, diesem Drecks. Ja, du kannst doch die mal ein bisschen nerven. Dass du sagst, sie zahlt sich den vollen Preis, sie zahlt sich pünktlich, sowas. Ja, das mache ich doch, ja. Ach so, okay. Ziviler Widerstand ist ja wohl das Geringste. Für 17,50 € oder wie viel auch immer im Monat, 17,80 €? Bald sind es 20 Euro. Ja, mindestens. Dann ist eh egal. Und bei Rückschreiben immer in den Umschlag mit reinpupen. Ja. Katzen, schön durch benutztes Katzenstreu. Wer hat das erzählt? Stephen Colbert oder irgendwer anders? Dass jetzt halt... Alter Finne, als ob die auf dem Schoß sitzen und schleifen würden. Dass es jetzt mittlerweile halt irgendwelche, schwierig konzentrieren, dass es die Möglichkeit gibt, via Internet Gerüche zu verschicken. Und zwar steckst du dir so eine komischen Elektroden an die Nüstern. Nein, an die... das will ich nicht. Okay. Aber da habe ich halt auch gedacht, für was? Also soll das halt jetzt, okay, Kochschoß und Mörder im Kommen so, dass du sagst, stecken sie jetzt ihren... Kollaborator in die Nase? Ja. Nase? Also wenn du schon fragst, für was, dann die Frage... Kannst du doch selber uns einen Tick lauter machen? Beantworten für Pornos. Ja, wie, da willst du die ganze Zeit Wichse, Pisse und Kacke riechen, oder wie? Weiß nicht, was du für Pornos schaust. Nein, einfach, einfach nein, den Geruch einer Frau in der Nase haben.
Ja, dann hol dir irgendwie so ein Billo-Parfum und also die Annahme, dass die Damen, die du anschaust, alle lieblich feine Rosen duften, sehr fantasievoll. Du musst es ja nicht, das muss ja nicht dem tatsächlichen Duft der Frau oder der Drehbedingungen entsprechen. Es genügte ja, wenn es einen angenehmen Geruch für dich hat. Besser jetzt? Ja. Ja, so. Ich esse dabei immer saure Gurken. Jedenfalls, was sind unsere liebsten SpongeBob-Momente? Oder die denkwürdigsten SpongeBob-Momente? Naja, aber du hast mich ja ziemlich reingetrimmt in die Oboe-Folge. Die ist auch ziemlich gut. Alter, Klarinette. Klarinette. Thaddäus spielt die Klarinette. Oboe war... Die Oboe ist eins bassiger, glaube ich. Aber die gleiche Form, oder? Also Flöte genau. Mit offenem Geschossen hinten. Ne? Und die andere ist halt ein bisschen kleiner, ne? Ja. Okay. Ja, also die war krass. Die Alice, wie war das nochmal die Alice mit im Wunderland-Folge quasi? War das das mit diesem Adlerkopf, der genau. Irgendwie gesagt hat... Ich bin der Hüter des Hornbläserwaldes. Der Hüter des Hornbläserwaldes. Und die sind in den Aktenschrank von Mr. Krabs gegangen. Und das war jetzt aber wahrhaftig, es war kein Traum. Nein, die Prämisse ist, Thaddäus hat ein Klarinettenvorspiel am Abend. Und also ein Casting-Audition. Genau, und hat seine Klarinette mitgebracht zur Arbeit. Also der angefeuchtet, muss das Mundstück immer anfeuchten. Wahrscheinlich, wir sind unter Wasser. Mhm. Da ist das schon mal, fällt das schon mal weg. Aber da gibt es auch schon lustige Momente, wo sie halt alle am Strand und nicht ins Wasser wollen. Ja. Wo du alle denkst, Moment mal, ist das nicht. Oder wo sie ein Lagerfeuer abends machen, bis Patrick meint, Moment mal, wir sind doch unter Wasser, wieso brennt hier Feuer? Ja. Immer gute Momente. Super. Und in der Folge hat Thaddäus seine Klarinette mitgebracht und will die irgendwo auf Arbeit aufbewahren, hat aber keinen Spind. Und in den Arbeitgeberbestimmungen steht aber, Mr. Krabs müsste ihm einen Spind zur Verfügung stellen. Und aber das ist ja nur so ein Aktenschrank. Ja genau, bringt ihm halt dann diesen Spind aus seiner alten Militärzeit, der auch vollkommen verrostet ist, und SpongeBob macht den sauber. Und Thaddäus will seine Klarinette verstauen und Mr. Krabs, der ihm eins auswischen will, sagt aber, naja, aber alle Mitarbeiter brauchen dann privaten Raum, deswegen müssen sie sich den Spind teilen. Weil das steht nicht explizit da, dass sie jeder einen eigenen Spind bekommen kann. Und deswegen baut SpongeBob den aus und der wird immer größer, nimmt so ein riesen labyrinthartige Form an. Aber von außen ist er immer noch der Spind. Ja. Ja. Und Thaddäus kriecht dann irgendwann da rein, das gerät halt in so ein Alice im Wunderland-Albtraum mit einem Adlerkopf, mit schwebenden Oboen. Also ist auch ein bisschen Faust 2, also voller LSD-Trip. Mit einem Flipper-Automaten, in dem Patrick explodiert. Und ganz viele tanzenden Klarinetten. Ja. Die ist halt gar nicht so die ist schon lustig, aber die ist zwischendurch auch ein bisschen wow. Also wenn du betrunken bist, dann ist schon... Ja, das ist aber schon ein bisschen, dass du... Ich kann ja, wenn ich verkatert bin, kann ich ja schnelle Bewegungen nicht sehen. Da bin ich immer ziemlich... Wie ein T-Rex. Ja, also so alte Schwarz-Weiß-Filme, weißt du, wo du das Gefühl hast, wie gefilmtes Theater, wo du halt so zwei Schnitte in einer Szene hast. Das funktioniert. Aber so, okay, Tatort kann mich auch nüchtern nicht sehen, aber irgendwas so mit, ich glaube, ab 10 Schnitten, da geht nichts. Und wenn halt dann irgendwelche Kampfchoreos siehst, dann... Und sowas ist halt auch gefährlich. Ja. Was ich auch sehr geil finde, also es sind ja auch nur Momente, es ist gar nicht die ganze Folge... zum Beispiel als, ich weiß gar nicht, ob das im Film war oder in der Serie, als SpongeBob die Quallen, mit den Quallen die Nacht durchtanzt und Thaddäus kriegt halt voll die Macken, weil er Das ist eine Folge. Genau. Und am Anfang findet er das noch super und irgendwann denkt er auch, scheiße, die tanzen die ganze die Nacht. Die Partyquallen oder so. Ja, jetzt ist das Gebiss rausgefallen. Entschuldigung. Besser. Das gängige Schnalzen, wenn man ein Gebiss einlegt. Ich finde ja generell, es gibt ja viele Folgen, die eher für Erwachsene sind als für Kinder. Ja, eigentlich würde ich sagen, in jeder. Das ist ja auch ein bisschen wie Simpsons. Ja, ich finde, es gibt ein paar, die eher für Kinder sind, vor allem die mit Plankton. Ich finde, die sind immer ein bisschen kindgerechter. Okay. Obwohl ich ja immer diese Maschinen, die Plankton aufbaut, immer total... Nee, ich meine jetzt nicht den Roboter, der mit ihm so... Sondern er baut ja manchmal irgendwelche großen Roboter-Panzer oder irgendwas. Das finde ich dann schon ein bisschen gruselig, wenn ich dann... Und dass er auch gerne mal überfahren oder draufgetragen wird und dann abgezogen wird. So denkst du, oh Gott. Naja, gut, aber das ist ja mehr so Looney Tunes. Ist hier. Aber die eine, die ich sehr schön finde, ist, kennst du die mit dem Namensschild? SpongeBob, also die fängt so eine Film, den Kopf geschüttelt. Eine Film-Noir-Folge, die halt so ein klassisches Film-Noir-Thema bedient. Wie war dein Filmdreh letztens?
ist mir nur so ein, das war eigentlich eine SpongeBob-Folge, wenn ich das im Nachhinein bedenke, oder? Ja, in der ich der geschmolzene Thaddäus bin. Ach übrigens, wenn du Ton machst, nimm mir bitte den Kopfhörer ab. Ja, ja. Deswegen, aber nee, mach mal bitte ohne. Können wir kurz die Mikros ausstöpseln für die Aufnahme? Kannst du dir die Szene nicht im Referenzmonitor anschauen? Nein, ich gehe von der ganzen Szenerie weg und schaue es mir im Gesamten an. Aber so wird es später nicht. Ich schaue es mir trotzdem an. Ich will den ganzen Überblick über alles, auch was ums Set herum passiert. Aber kannst du noch Regie führen, wenn du den Ton machst? Und ja, das ist alles egal. Nichts spielt eine Rolle. Die ganze menschliche Existenz ist kurzlebig. Sagen wir mal so, kurzlebig. Das wäre der Inhalt auch des Films, oder? Ja, ist egal. Es ist fünf Totalen für einen 10-Minuten-Film und kein einziges Wort ist zu hören. Aber welche Figur hätte denn der Regisseur gehabt? Also das Know-how von Patrick Starr. So. Ja, aber Patrick ist ja halt sympathisch. Ja, aber das Ego von Larry Lobster. Wer ist Larry Lobster? Der Hummer, der Pumper-Hummer. Ah, okay. Das Ego von und dieser komische Cousin von Thaddäus, dieser Schnösel, Mac Schnösel. Siegbert Schnösel. Sieht eigentlich, ist doch Thaddäus ein bisschen Schnäuzer, ne? Der ist ja so ein bisschen wie Gustav Gans. Und redet also leicht durch die Nase. Ja, so wie Gustav Gans sich zu Donald Duck. Genau, zu Donald Duck verhält. Aber Gustav Gans, dem fällt ja alles zu. Der muss ja nichts machen. Ja, aber Siegbert Schnösel auch, der hat auch keinen Job. Oder ist einfach reich. Siegbert Schnösel ist einfach reich. Mm. Deswegen abonniert er auch Wohnen wie in besseren Kreisen. Also er ist quasi so ein FDP-Erbe. Ja. 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 Cool. Hm. Der kommt später auch nicht mehr vor. Das ist wie Boris. Wie letzte Woche, als wir Benjamin B. Blocksberg und dann Boris Blümchen. Ja, Boris Blocksberg Blümchen. Diese Film-Noir-Folge fängt in so einem verregneten Diner an, unter Wasser. Das klassische Diner-Bild von, ich weiß nicht, wie es gemalt hat. Aber so in dem Stil, ja. Und die unterhalten sich über halt so ein Film-Noir-Thema. Jemand hat seine Identität verloren. Jemand hat irgendwas verloren, dann mischt SpongeBob sich ein vom Tresen. Ja, das geht auch mit so einem Voice-Over wie ein Film-Noir. SpongeBob dreht sich um. Ich habe auch einmal etwas verloren, das mir sehr wichtig war. Meine Identität. Und dann geht es halt in der ganzen Folge nur darum, dass er sein Namensschild verloren hat. Und er findet das nicht. Und deswegen geht er immer den Tagesablauf wieder und wieder und wieder durch, um zu rekonstruieren, wo er das verloren hat. Eine Idee von Patrick übrigens. Er serviert Gary wieder und wieder und wieder das Futter. Mit dem gleichen Tanz. Frühstück, so wie Gary es mag. Die wichtigste Mahlzeit am Tag. Was sagt Gary dazu? Klassisch Gary. Klassischer Gary. Und es ist so eine tolle Szene, in der SpongeBob vom Katzenfutter probiert und schrumpelt so in sich zusammen. Und man sieht so einen Schnitt von der Katzenfutterfabrik, die gerade in so einem Meeting sind. Und dann einer hält gerade eine Rede und zuckt zusammen und sagt, ein Fehler in der Matrix. Und dann schneidet es wieder zurück. Aber das ist ja auch wieder so eine leichte Psycho-Folge dann. Ja, mhm. Also wie gesagt, auch dieses ganze Film-Noir-Ding, kein Kind versteht das, kein Kind, oder also niemand, der sich intensiv mit Filmgeschichte auskennt, versteht überhaupt, dass es eine Film-Noir-Anspielung ist. Mhm. Aber das ist halt einfach so super platziert. Das klingt echt gut. Ich bin bereit, Beförderung, war das im Film? Oder das war im Film. Okay. Den Film haben wir doch damals... Bei König. Ja. Ach so, weil den ersten SpongeBob-Film, den habe ich, glaube ich, damals, das war schon Berlin-Zeiten, glaube ich, ne? Da war ich, glaube ich, aber damals in Hannover und habe den, glaube ich, betrunken mit, oder war das in Berlin? Ich dachte, ich hätte ihn betrunken mit Timo gesehen. Noch schön groß an unseren Zuhörer. Und da waren wirklich nur Kinder im Kino und wir und circa so, aber eklig mittig platziert. Das war, glaube ich, so 2-3 Jungs und die waren dann halt schon so an die 30 knapp. Nee, Mitte, Ende 20 so. Mhm. Und dann halt richtig hacke stinkend und sich halt also geheult vor Lachen. Es gibt ja auch diese Suff-Szene im Film. Im Film, ja. Wo sie Eis essen und dann halt mit so einem 3-Tage-Bart am nächsten Tag völlig und Augenringen völlig fertig aufwachen. Ah, das hab ich gar nicht mehr im Schirm, ja.
Das ist, ich bin ein taubes Nüsschen, yeah. Du bist ein taubes Nüsschen, Nüsschen, yeah. Wir alle sind taube Nüsschen, yeah. Taube Nüsschen, yeah. Ja, und das war dann halt so, also dass man wirklich mitgekriegt hat, wie, wie so ein Stein, den du ins Wasser wirfst, dass halt so die Kinder sich wirklich weggesetzt haben. Und teilweise, glaube ich, dann auch schon unter Angst mit ihren Eltern so. Genau, und das hat es dann auch gemacht, wenn das neue Bierchen geöffnet wurde. Ja. Ich habe gerade ein Bier aufgemacht für unsere Zuhörer. Deine Gin-Bier-Schorle. Schraubst du wieder zu. Ja. Durch den Tetrapack. Worum ging es nochmal im Film, weißt du das? Mr. Krabs hat eine zweite krosse Krabbe aufgemacht, direkt neben der alten krossen Krabbe, weil die Marktforschung ergeben hat, dass da die meisten Leute Krabbenburger kaufen. Klassischer BWL-Gag. Wird im echten Leben 100% auch so passieren. Und Starbucks. Ja, hat einen Manager für die neue krosse Krabbe gesucht und hat Thaddäus dazu berufen. Weil SpongeBob ihm zu unreif war. Aber Thaddäus ist doch der faulste Mitarbeiter, den man sich vorstellen kann. Ja, und ja, aber erwachsen. Naja, und irgendwie SpongeBob ist dann deswegen betrinkt er sich in Anführungszeichen in dem Taube-Nüsschen-Laden. Und gleichzeitig hat Plankton aber irgendeinen Plot, die Stadt zu übernehmen und friert den König Neptun ein und mit König Neptuns Tochter zusammen versucht SpongeBob die Situation zu retten. Und irgendwann König Neptuns so Tochter Scarlett Johansson. Irgendwann müssen sie doch durch so ein ganz tiefes Tal irgendwie. Ja, ja, ja. Also wenn sie aus Bikini Bottom irgendwie rausfahren, da sind sie doch an so einem Abhang oder an so einem Canyon oder so. Und dann treffen sie David Hasselhoff. Aber ich dachte irgendwie, erst sind sie da, wo ganz viele gruselige Tiere unter Wasser. Die aber alle ganz cool sind eigentlich. Ja. Also apropos ganz viele gruselige Tiere, die Rock Bottom-Folge ist auch super. Ich kann ihren Dialekt nicht verstehen. Das mit dem Bus, ja, genau. Die ist echt super. Das ist aber auch ganz gefährlich. Also die müsste man sich auch nochmal betrunken anschauen, wenn du, glaube ich, echt kaputt gehst die ganze Zeit. Ich glaube, sie wollen eigentlich in den Vergnügungspark, das Handschuhland, und enden dann aber in Rock Bottom. Aber sind auch sehr lange an dieser Bushaltestelle. Ja, ja, genau. Und dann kommt aber der Bus und Patrick nimmt den Bus und SpongeBob verpasst ihn. Und immer wenn er irgendwie nachschauen will, kommt ein neuer Bus, bis er den letzten Nachtbus verpasst hat. Ja. Ja. Voll gut. Oh, das ist echt gut. Es sind bei mir auch immer nur Fragmente. Also zum Beispiel, so ein bisschen wie man sich an die Simpsons erinnert. Ja. Also einer meiner ersten Folgen ist zum Beispiel, die ich erinnern kann, dass er halt irgendwie einen goldenen Pfannenwender irgendwo rauszieht. Mhm. Und aber ich kriege auch nicht mehr einen Zusammenhang. Es muss wahrscheinlich auch von diesen. Ich glaube, sein alter Pfannenwender bricht. Mhm. Und der. Okay. Nee, der goldene ist. Nee. Aber er zieht doch irgendwo da raus und hat dann so eine bestimmte Kraft. Ja, stimmt, er hat die Kraft des Donnergottes oder so. Ja, das Ding grillt auf dem Pfannen oder er ist super schnell da. Ja, er hat irgendwie gottgleiche Kraft oder so. Ja, ja. 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 Krass. Ich finde eine, die ich auch super finde, die auch. Also, ich überlege gerade, ob die manchmal 20 Minuten lang sind, in der Regel 11 Minuten. Also, zeitweise war es so zweigeteilt war. Sonntags Super RTL und dann halt Nickelodeon. Nickelodeon und dann so 5 Folgen am Stück. Ja. Und ich wusste immer nicht, wie ich auf Toilette war. Ist das noch die Folge oder nicht? Weil die hat teilweise ja nicht so das Gefühl von roten Strang, sondern irgendwie. So einen unplausiblen Sprung mittendrin. Ja. Kennst du die Folge Die Wanne ist voll? Das einzige, glaube ich, bei der ich mich an den Titel erinnern kann. Aber das ist doch angelehnt an das Musical mit Didi Hallervorden und ich hätte gesagt an Loriot-Sketch. Ach so, ich dachte jetzt an das Lied. Didi Hallervorden, Helga Feddersen, die Wanne ist voll, drum spring hinein und sei mal mein. Ja, vielleicht ist es das, ja. Aber, also ich meine, die bringen ja auch immer ihre, so wie den Arne auf den Elsholz, immer diese eigene Note rein, aber könnte ja auch Loriot sein, ja. In der Gary nicht in die Badewanne will. Ach, und dann mit quasi sein, wie nennt man das? Saugnäpf. Genau, von allen Seiten. Und sich einfach, und es ist einfach so gut, wie Gary verhindert, in die Badewanne zu gehen. Gary, weißt du, was für ein Tag es ist? Heute ist Badetag. Miau. Mir ist egal, ob du nicht in die Wanne willst. Ich bin hier der Chef und hier passiert, was ich sage. Miau. Ja, mag sein, dass das ein freies Land ist. Gary ist ja auch immer so leicht lethargisch, oder? Ja. Das ist jetzt nie, dass du das Gefühl hast, oh, eine ganz andere Stimmung, ein bisschen anders, sondern immer gleich. Ja. Hm.
Wie heißt nochmal dieser die Wahltochter von Mr. Krabs? Perla. Perla im Englischen. Perla. Ist auch die, man sieht auch nie die Mutter. Mr. Krabs ist alleinerziehender Vater, zur Erklärung. Die Figuren müsste man wahrscheinlich eh nochmal ein bisschen anreißen, weil da fehlt mir ja auch ganz viel. Ich kenne halt irgendwie, SpongeBob lebt in einer Ananas. Wer lebt in einer Ananas? Ganz tief im Meer. Und die ist, die zwei Etagen hat das Ding, ne? Ja, genau. Oben wird gepennt und unten wird ferngesehen, oder wie ist das? Genau, unten ist Wohnzimmer, oben ist der Schlafbereich. Also und Wohnzimmer und Küche. Badezimmer ist oben, ne? Auch. Ja, Badezimmer ist oben. Und Patrick? Wahrscheinlich über der Küche, das macht ja von den Leitungen her am meisten Sinn. Ja, auf jeden Fall. Und Patrick lebt im unterm Stein. Patrick aber, unter einem Stein, ja. Aber gleichzeitig habe ich irgendwie eine Folge erinnert, wo tatsächlich... Patrick hat auch einen Keller, ja. Genau, und das also richtig so eingerichtet. Mit er stürzt auch mal die Kellertreppe runter, ja. Und er hat da irgendwie ein Sandsofa und alles ist aus Sand, ne? Ja, aber wie gesagt, in einer Folge hat er auch einen Keller. Also er hat auf jeden Fall eine Treppe, aber eigentlich klebt er auch immer nur direkt unter dem Stein. Hat das er nicht irgendwann so Panik, weil seine Eltern ihn besuchen und es sie zu Hause zu klein oder zu dreckig? Ja, aber es sind nicht seine Eltern. Sondern? Ach, irgendwelche, die Pointe der ganzen Folge ist, dass die Eltern dann feststellen, dass sie ja eigentlich gar keinen Sohn haben. Achso, er glaubt, das sind seine Eltern. Ja, genau. Oh mein Gott, es gibt einen schönen Satz, den Thaddäus zu... kennst du die Folge, in der Patrick als Crossdressing Patrick, als Patricia in der Krossen Krabbe arbeitet? Irgendjemand macht Werbung für so eine Reiseagentur und schreit immer, raus aus der Stadt! Und Patrick nimmt es als Warnung und hat Angst. Und deswegen verkleidet er sich als Frau und arbeitet als Patricia in der Krossen Krabbe. Und Thaddäus und Mr. Krabs streiten sich dann darum, wer mit Patricia anbandeln darf. Und Thaddäus guckt ihn und sagt, ah, du, meine Rubensschönheit. Und als Patrick sich dann die Kleidung vom Leib reißt, und quasi nackt vor den beiden steht, schmelzen ihnen die Augen. In so typischer SpongeBob-Manier. Achso, ich dachte Anlehnung an Indiana Jones bei der Öffnung der Lade. Womöglich. Oder ich glaube, ihm trocknen die Augen auf. Okay. SpongeBob ist auch manchmal ganz schön grafisch, was so Sachen an. Es hat ja auch manchmal diese ganz detailliert gezeichneten Bilder, die einfach so dazwischen geschnitten werden. Das erinnert ein bisschen immer an Ren und Stimpy. Die ja halt dann auch, wenn was ganz Ekliges passiert, irgendwie, weiß ich, wenn ein Haar ausfällt oder irgendwas so ganz Detail und dann sind die meist total verpickelt ist und sonst auch, glaube ich, das gleiche Zeichnerteam. Okay. Also Ren Stimpy war auch eine Nickelodeon-Serie. Ja. Die Katze und der Chihuahua. Und die sind halt auch, die fand ich auch super geil. Ren? Mit so einem langen Finger, als Ren dann halt, was war denn bei Ren? Irgendwie ist Ren, genau, hat nicht gemerkt, dass irgendwer ihn aufgeschnitten hat. Und abgezogen hat. Und somit war nur noch irgendwie der Rückgrat da und das Gehirn. Und das Gehirn und Rückgrat sind morgens halt in Cadillac gestiegen und sind halt zur Arbeit gefahren. Hat sich eine Mütze aufgezogen, sonst was. Und zu Hause lag da nur irgendwie die Tüte, der restliche. Und Stimpy hat die ganze Zeit mit seiner Hülle nur geredet, hat ihn versucht zu füttern, hat ihn mit Cornflakes voll gemacht, aus den Augenhöhlen kam, die Cornflakes wieder raus. Ist du nix heute, Ren? Und der überlegte immer am rechten. Und wenn es klingelte, konnte er nichts sagen, weil sein Mund so auf. Ja. Im Endeffekt wahrscheinlich ein bisschen Humor von, wo ich mich nicht an die dritte Staffel getraut habe. Rick and Morty. Rick and Morty. Ja, ja stimmt. Ja. Ähnlich wirr, ähnlich irre. Ja. Also Rick and Morty ist ein bisschen noch deutlicher, auch Erwachsene ausgerichtet, härter. Ja, das fand ich teilweise am zweiten schon. Also es ist halt, dieser amerikanische Humor ist manchmal so voll drauf. Also du denkst, ich kann jetzt nicht lachen, wenn er halt alles stirbt, ins Platz. So. Eine Folge, die ich noch sehr deutlich in Erinnerung habe, kennst du die Zombie-Folge? Alle sind der Ansicht, Gary hat ein Zombie-Virus. Und er hat, ich glaube, Thaddäus gebissen. Und dann geht's halt so rum. Und in der Stadt... er oder was war die... Ja, irgendwie so. In der Stadt bricht ja ständig ziemlich schnell Chaos aus. Also mit Mistgabeln und Fackeln. Warum? Ja, das ist ja quasi Normalzustand im Bikini Bottom. Und in der Folge ist es so, die haben dann dieses Interview und so. Ja, okay, es gibt gewisse Anzeichen des Zombie-Virus. Haben sie manchmal Hunger? Juckt es sie manchmal? Und halt so Sachen, dann wird jemand interviewt und so, ja, das sind die Symptome, die ich auch habe. Aber ich wurde gar nicht gebissen. Oh mein Gott, wissen Sie, was das heißt? Es überträgt sich jetzt durchs Wasser. Und plötzlich sind alle der Ansicht, sie sind Zombies.
Und irgendwie stellen sie dann fest, ja, Gary zahnt oder hat irgendwie einen Stachel oder so. Ja. Sitzen und deswegen war er so aggressiv. Stimmt, der hatte irgendwie unter seinem Haus irgendwas hängen. Ja. Und dann sind sie, ja, okay, und dann die ehemaligen Zombies, das löst sich dann halt langsam wieder so auf in der Krossenkrabbe. Und Thaddeus kommt halt noch wie so ein Zombie reingeschlurft. Und Mr. Krabs guckt ihn an so, Thaddeus, das ist in Ordnung, du bist gar kein Zombie. Thaddeus guckt ihn an, oh doch, das bin ich wohl. Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen? Das ist immer diese subtile Kapitalismuskritik von SpongeBob. Es sind dann auch immer nur Fragen, wenn ich einschalte. Also diese Folge, wo SpongeBob unbedingt halt einen Führerschein machen wollte. Ja, ja, das ist ein durchgehendes Thema. Ach so, okay. Aber ja. Dass er dann halt auch irgendwie total, also eigentlich die Fahrlehrerin vollkommen nervt. Mrs. Puff. Mrs. Puff oder Mrs. Puff? Also irgendwie so diesen Kugelfisch. Genau, ach ja, genau. Genau, das ist immer so aufbläht, ja. Und dann aus dem glaube ich, Auto raus. Ja. Dann ist sie so, ja. Warum will er das machen? Warum unbedingt? Er will einen Bootsführerschein machen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was der Hintergrund ist. Aber es sind ja so Autoboote. Das sind ja Boote mit Reifen drunter. Ja, ja. Na, ich meine, die fahren ja auch unter Wasser. Also das ist auch wieder, ja. Und in einer Folge wollte er doch unbedingt in diesen Wiener Würstchenclub, nee, in diesen ganz bösen Gangsterclub, ja. Und dann kam er da nicht rein, hat sich, und da hat er doch so übelst trainiert. Mhm. Und dann waren halt irgendwelche krass austrainierten Fische, die halt Muskeln auf, also einen Bizeps auf dem Bizeps hatten oder so. Ja, und der Arm kam aus dem Arm raus. Genau. Und dann kam er nur in den wilden Wiener Würstchenclub oder sowas, wo er dann immer einen Bananensplit oder sowas. Ja. Und selbst da war, nee, da war, glaube ich, der König, ne, unter den ganzen Nerds. Was war das? Also ich weiß noch, irgendwie hat er dann mit Patrick geübt, eine Schlägerei zu stellen vor dem anderen Laden, damit die sehen, wie hart er ist. Ja, ja, genau. Aber irgendwie war SpongeBob da nicht da und Patrick hat selber so getan, als ob er zusammengeschlagen wird, ohne dass jemand in der Nähe ist. Und die Typen... An der Fight Tür. Club quasi. Ja, die Typen an der Tür meinten dann aber so, wow, 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 also der schlägt ihn zusammen, ohne ihn anzufassen. Das ist schon ganz schön hart. Und dann gehen sie, glaube ich, rein, SpongeBob rutscht auf der Türschwelle auf was aus und muss ins Krankenhaus. Hast du nicht Bettwäsche von SpongeBob? Ja. Und Satin-Unterhosen? Die habe ich nicht mehr. Aber du hast dich da ganz neckisch drauf fotografiert. Kann ich mich nicht dran erinnern. Und die hochgeladen? Kann ich mich auch nicht dran erinnern. Aber ihr könnt sie ja suchen. Sind die noch online? Weiß ich nicht. Bisschen. Also das fand ich sehr mutig, bisschen, muss ich damals bisschen sagen. Bisschen Sizzle für unsere Zuhörer. Weiß nicht, was du damals getrieben hast. Das hast du ja gesehen auf den Fotos. Da hast du wahrscheinlich gedacht, niemals seriös werden. Ja, und ich bin dem Motto treu geblieben. Aber die SpongeBob-Bettwäsche, die ist gut. Es ist halt nicht irgendwie Bettwäsche mit einem SpongeBob-Motiv, sondern es ist ein riesen SpongeBob. Ah, okay. So wie es sein muss. Okay, ja. Das Kopfkissen ist einer und die Decke? Genau, oder ist es ein Kopfkissen ist einer und die Decke ist einer. Okay. Also cool. Bei der Decke ergibt es ein bisschen mehr Sinn, weil die halt eher SpongeBob-Form hat. Am coolsten wäre es ja noch, wenn unten so riesige Füße raushängen würden. Das ganze Ding ist ja viereckig und dann an der Seite noch Arme und unten Füße. Dann beim Zudecken, dass sie komplett verknotet ist. Habe ich besoffen auf Amazon bestellt. Ach ja, das wäre auch mal eine Folge. Ja. Dinge, die wir besoffen uns mal geleistet haben. Ich mit meinen 200 Lollis, die dann immer weggeschmissen wurden. Statt dir einen großen zu bestellen. Stimmt. Das erinnert ein bisschen an Humor. Der ist ein komischer Zuckerblock. Achso, ich dachte, das ist ein langes Sandwich. Achso, ja, oder das, was dann schon vergammelt war. Nein, ich esse es noch. Ja, meine letzte Bestellung war dann, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, 100 Lakritzstangen, die ich letztes Jahr zum Feuerzeugenbulli hier auch überall hingeschmissen habe. Ja, das kannst du. Ja. Ich glaube, Peter hat welche gegessen. Bin ziemlich sicher sogar. Was soll denn das heißen? Lakritz im Schlafrock. Das war aber nicht Feuerzangenbowle, wo er Würstchen im Schlafrock gemacht hat, oder? Davon habt ihr mir nur erzählt. Da war ich nicht da. Ja, naja, wer weiß. Aber was heißt gemacht hat? Die hat er wahrscheinlich mitgebracht und auf Tüte aufgerissen. Nee. Wie der hatte Würstchen und hat so Blätterteig und die rumgewickelt. Richtig. Das ist ja geil. Ja. Also. Ja, frische Würstchen im frischen Schlafrock. Naja, ist ja dann halt auch hier nur irgendwie so ein Wurstbrät, wo dann halt maximal 8% Fleisch drin sind. Reicht ja. Ja. Wenn du besoffen bist. Da kann ich die Rügenwalder Vegetarischen empfehlen. Die sind ja gruselig 1:1 wie so ein Wiener. Bloß, dass halt 0% da Fleisch drin ist.
Ist wahrscheinlich auch gar nicht schwer. Ich glaube, bei Wurstbrät ist es, glaube ich, echt so, dass du sagst, naja. Ich finde ja das Vegetarische oft auch angenehmer, weil die Konsistenz noch gleichmäßiger ist. Genau, ja. Ja. Das ist ja auch nur das, dass irgendwie so, so eine Krümel oder sonst was reingeschmissen wurde am Anfang, weil sie dachten, naja, es ähnelt mehr dem Original. Wo du denkst, ja, aber das willst du halt eigentlich gar nicht haben. Das ist ja beim Original immer die Machart so fein wie möglich, außer das heißt ja bewusst grobe Augenwurst oder so. Aus echten Otterhaaren. Nice. Hahn. Ja. Leicht säuerlich im Abgang. Ah. Contest. Gab es nicht mal irgendwelche Contest-Dinger? Also irgendwie am Strand irgendwie so. Der Muskelwettbewerb am Strand, wo SpongeBob so aufgeblasene Muskelarme hatte. Aufgeblasen? Also aufgepumpt? Zum Aufpusten, oder? Ja. Ach so, okay. Zum Aufpusten. Das war Larry der Hummer, der das irgendwie angeleitet hat. Ah. Nice. Es gibt so viele wirre Folgen. Ich hatte früher die ganzen DVDs und habe die in der Glühlampe hinten auf dem Beamer laufen lassen. Wo sind die jetzt? Du hast ja immer noch DVDs hier. Aber die werden da irgendwo in dritter Reihe stehen, nehme ich an. Ich habe nichts mehr, um die abzuspielen. Hast du jetzt gerade auf deinen Kleiderschrank genickt? Nee, nach hinten. Das war nur der du kannst ja nur in zwei Richtungen nicken, nach vorne und hinten, aber es war jetzt den. Ich dachte, kannst du so nicken nach hinten. Zu den Taubenhals. Nee. Taubehals für nach hinten. Ja, naja, hinter mir auf jeden Fall. Ne? Das war eine gute Unterhaltung auch für eine Bar, weil man den Ton nicht unbedingt braucht. Man versteht auch anhand der Bilder grob, worum es geht. Ja, das stimmt. Also, ja. Die Wanne ist voll, habe ich geschrieben. Kennst du die Tiki-Folge? Tiki-Fackel oder was? Nee, genau. Nee. Sie wollen Thaddäus eine Freude machen. Thaddäus ist irgendwie da mal ganz schön gestresst. Und sie bauen ihm... Von was ist der eigentlich gestresst? Der ist ja eigentlich immer nur permanent genervt. Ja, weil seine Karriere, sein Leben am Ende ist und er einen Job in diesem Fastfood-Restaurant hat, aus dem er nie wieder rauskommt. Aber das Gute ist, finde ich, dass er gezeichnet ist, dass er nicht nur permanent genervt ist, sondern dass er diese Leidenschaft zur Musik hat. Für die hohen Künste generell. Ja, also. Aber das finde ich halt total gut. Weil es wäre halt so einseitig, wenn er halt immer nur, das wäre der Generator, egal was ist, das wäre blöd. So. Da gibt es auch eine Folge, wo er umzieht und er zieht in so einen, er wohnt ja in so einem Osterinselkopf und er zieht in so einem Osterinselkopf, in so einer Osterinselkopf-Siedlung, wo alles Oktopusse sind wie er oder Tintenfische oder was auch immer er ist. Und alle sind halt interessiert an den hohen Künsten und alles sind so Spießer wie er und er stirbt da vor Langeweile. Das macht ihn also eigentlich alles, was er gerne macht und er hasst es. Er hasst es, dass er halt kein Anarchist wie SpongeBob neben ihm wohnt, bis er rausgeworfen wird. Aber SpongeBob ist ja kein bewusster Anarchist, oder? Nee, ist halt Kind geblieben. Ja, also der ist ja. Und lässt so sich oft, den Spaß nicht verderben. Genau, der ist so oft unbewusst. Ja. Und andere sehen dann von ihm, der macht einfach, ist ja krass, der voll gegen das System. Also, nee, der ist ja gar nicht so wach dabei. Aber es gibt auch gar nicht so viele Figuren, die immer wieder damit zu tun haben, oder? Die wohnen noch drei in der Reihe, ne? Genau, es gibt diese Theorie, dass das hat wohl der Macher der Serie Steven Hillenburg dann auch mal bestätigt, dass die Hauptfiguren auf den sieben Todsünden basieren. Ich krieg's jetzt aber nicht mehr ganz zusammen, glaube ich. Also, Krabs ist Gier. Okay. SpongeBob ist Lust, also im Sinne von die Lust am Leben. Aber SpongeBob ist Lust. Patrick ist Trägheit. Die Lust am Leben ist eine Todsünde? Lust ist eine Todsünde. Okay. Wollust und ein bisschen übertragen. Patrick ist Trägheit. Ja. Muss ja noch die Völlerei irgendwas sein? Gary ist Völlerei. Wieso ist Gary Völlerei? Weil er nur im Fressen interessiert ist. Plankton ist Neid. Also Mord ist aber auch. Nein. Ich weiß jetzt gar nicht. Ach Quatsch, jetzt bin ich bei 10 Geboten. Genau, Plankton ist Neid. Sandy ist, glaube ich, Rache. Ach, Sandy habe ich ja ganz vergessen. Das Eichhörnchen. Eichhörnchen, was in der Kuppel. Ich glaube, sie ist Rache oder Rachsucht. Die voll die Kampfnase ist, ne? Ja, und ich weiß gerade nicht, wer. Thaddäus ist. Ja, ist das nicht Faulheit auch? Faulheit ist Patrick. Okay. Trägheit. Ich weiß jetzt auch nicht, was die nächste Sünde noch ist. Eifersucht, Geizgier. Du kannst auch SpongeBob 7 Todsünden googeln. Okay. Dann müsste es eigentlich aufkommen. Also gesagt, das ist eine
Theorie, die auch der Steven Hillenburg bestätigt hat. Ich finde ja auch, mich erinnerten die Figuren immer so ein bisschen an Mickey Mouse. Und legst so, SpongeBob ist Mickey Mouse, Donald Duck ist Thaddeus, Patrick ist Goofy. Aber halt irgendwie so grobe Stereotypen aus einer Serie. Schön finde ich übrigens Steven Hillenburg, ich weiß nicht, ob du das gelesen hattest, der war ja auch wirklich Meeresbiologe, bevor er Animation studiert hat. Sandy ist Hochmut. Ach, Sandy ist Hochmut. Ach, stimmt, Stolz fehlt. Okay, dann ist... Geiz ist Mr. Krabs. Ja. Neid ist Plankton. Ja. Zorn ist Thaddeus. Ah, okay. Wollust ist SpongeBob. Mhm. Völlerei ist Gary. Trägheit ist Patrick. Okay, dann so. Ja. Ja. Sehr faszinierend. Also, wenn man es liest, dann, ja, es ergibt schon irgendwie Sinn. Ist auch lustig, dass sie sich dafür für die Archetypen für so eine Kinderserie entschieden haben. Als dann auch so, das finde ich auch, das ist schön daran, deswegen funktioniert sie auch als Kinderserie so gut, weil so viele Kinderserien, die wirklich bei Kindern beliebt sind, einfach eigentlich für Erwachsene sind. Und als Kind nimmt man halt, glaube ich, immer unbewusster diese Ebene für Erwachsene wahr. Das ist ja aber auch das, was dann so ein bisschen länger hält, also ein bisschen länger Interesse hält. Ja. So wie denn der Weg zu Simpsons, wenn ich überlegt habe, das habe ich ja als Kind angefangen und später jetzt nicht aufgehört. Mhm. So, weil es halt einfach, ja. Genau, diese Tiki-Folge, da richten sie ihm so ein Tiki-Paradies ein. Und es ist aber eigentlich auch so ein surrealer Albtraum. Und es, die ganze Zeit fährt er so eine Flussfahrt lang. Und dazu hört man immer diesen Song, den die Tiki-Masken singen. Oh, oh, oh. Tiki, tiki. Tiki, tiki. Kommt man gut drauf. Oh Mann. Also das macht schon Laune. Und generell, das wird jetzt meine letzte Folge aus meinen Highlight-Zitaten, die mit der Schokolade. Das ist die mit Wohnen wie in besseren Kreisen, in der SpongeBob und Patrick fangen das Magazin Wohnen wie in besseren Kreisen ab, mit dem Thaddeus sich immer so ein bisschen ins Träumen gerät. Und sie wollen auch wohnen wie in besseren Kreisen, deswegen werden sie reisende Verkäufer und verkaufen Schokolade von Tür zu Tür und lassen sich immer von so einem Typen abzocken. Was, ihr verkauft Schokolade ohne Schokoladentaschen? Was, ihr verkauft Schokolade aus Schokoladentaschen ohne Schokoladentaschentaschen? Und so werden sie halt erstmal ganz viel Geld los. Und dann haben sie halt einen dummen Plot nach dem anderen. Und dann gibt es halt diesen einen Fisch, der immer schreien nachrennt. Schokolade! Schokolade! dann irgendwie... Und am Ende der stellt sich raus, der will die ganze Schokolade eigentlich kaufen, weil er Schokolade so liebt. Und am Ende sind sie so reich, dass sie so ein Doppeldate haben mit so einem furchtbar, furchtbar alten Fisch und ihrer Mutter. Und so sitzen sie in so einem schicken, der Mutter von diesem alten Fisch. Ach so. Und Thaddeus will dann halt in dieses Restaurant rein, bekommt aber keinen Platz mehr, weil SpongeBob und Patrick das ganze Restaurant für dieses Date gebucht haben. Super, super Folge. SpongeBob gibt es seit 99. Weiß ich nicht. 99, krass. Ja. Ich hätte auch früher 2000er getippt. Stark. Diskografie? Achso, es gibt wahrscheinlich etliche. Ja, yeah, mega viele Lieder auch, die in der Serie irgendwie mal am Rande vorkommen. Wie viel Auszeichnung? Ja. Sehr interessant, wie Dirk hier googelt. Ich fühle mal ein bisschen die Leere. Kontroversen, Spongebob, sexuelle Neigung? Hast du da was irgendwie mal? Ach, ja, dass er wohl eher als homosexuell wahrgenommen wird. Genau. Dabei, um mal Spongebob die Serie selbst zu zitieren. Ich bin ein Schwamm, ich vermehre mich durch Knospung. Ach, da wachsen ihm mehrere SpongeBobs aus dem Körper. Aber ja, nein, er gilt auch in schwulen Kreisen, glaube ich, als so Ikone, weil er halt diesen offen lebenslustigen Lebensstil führt. Ja, in der US-amerikanischen schwulen Kultur gilt SpongeBob, wie auch beispielsweise Tinky Winky von den Teletubbies, schon seit längerem als schwule Figur. Sein übertriebener Optimismus... Seine emotionale Persönlichkeit, sein nicht selten weichlich wirkendes Verhalten und seine Vorliebe für bunte Inneneinrichtungen passen zur Camp-Kultur, die in den USA als Lebensstil von großstädtischen Intellektuellen und Schwulen gilt. Ja. Du bist klug oder schwul oder beides. Okay, Sir. Aber ich meine, Thaddeus ist ja dann auch... Ja, mit seiner Vorliebe und Patrick, ja. Wo lebt eigentlich Mr. Krabs?
Mr. Krabs wohnt in einem Anker. Echt? Ja. Aber das sieht man ganz selten, oder? Ist das nicht unmittelbar man dann an der großen Krabbe? Nee, ich glaube nicht. Und seine Tochter? Er hat schon Anfahrt. Also er fährt mit dem Auto zur Arbeit. er nutzt das Auto. Und ich meine, SpongeBob geht ja auch ewig immer dahin, oder nicht? Ja. Also der hätte ja eigentlich auch ein Auto. Oder der hat nicht ein Auto, die Geografie von Bikini Bottom, die ist relativ flexibel. Also manchmal wohnen sie direkt neben der großen Krabbe, manchmal haben sie eine ewige Anfahrt und kommen nicht hin. Manchmal ist die Stadt unglaublich groß und hat weit entfernte Vororte und manchmal ist sie halt relativ kompakt und zieht als ganze Stadt um. Wer ist denn dieser tatsächliche Schauspieler am Anfang, der mal verkleidet als Pirat? Ich weiß nicht, ob das nicht sogar Steven Hillenburg ist. Okay. Der Serienmacher. Der ist, glaube ich, aber ein anderer als Patchy, der Pirat. Es gibt ja manchmal so Realfilmsequenzen, in denen Patchy, der Pirat, irgendwie eine Show moderiert oder irgendwas anderes macht und dann ab und zu mal nach Bikini Bottom schaltet. Ja, auch ganz klassisch einfach nur in so einem Einfamilienhaus, in dem er das in der untersten Etage macht. Und die Augenklappe wechselt und Augenklappe, Haken und Holzbein hat er, glaube ich. Und die wechseln aber öfter mal die Seiten, auch von Szene zu Szene. Was ist denn in einem Krabbenburger drin? Das steht nur in Mr. Krabs Geheimrezept. Ich meine, aber Zutaten ist doch immer gleich, oder nicht? Also sieht man da nicht irgendwie immer den Burger-Patty und Tomate? Ach so, du meinst oder? Der Burger an sich, ja, das ist ganz normaler Standard-Burger, aber mit der Krabbenburger-Soße. Ich glaube, für die ist das Geheimrezept. Okay. Und Plankton hat gegenüber den schmutzigen Eimer. Den Abfalleimer. Heißt so Abfalleimer. The Chum Bucket, ja. Da wohnt er auch drin oder ist nur sein Restaurant? Ich glaube, er wohnt auch drin. Also drunter, meine ich. Und er hat schon immer den Computer an seiner Seite? Karen hat er erst gebaut. Also auch die Biografie der Figuren ist auch flexibel. In einer Version waren Plankton und Mr. Krabs früher mal Freunde oder Geschäftspartner und haben sich dann zerstritten. Mhm. Aufgrund von irgendwas. Aber wie gesagt, das von Folge zu Folge variiert die Backstory der Figuren. Genauso wie die Örtlichkeiten in Bikini Bottom. Und das ist eigentlich eine ganz normale Demokratie? Oder regiert da dieses Poseidon-Wesen? Variiert auch von Folge zu Folge. Alter Finne, ey. Also es gibt einen König, es gibt aber auch einen Bürgermeister. Also ist es eine demokratisch geführte Monarchie? Oder ja, wahrscheinlich eine konstitutionelle Monarchie. Gary ist engster Verwandter des Königshauses von allen Figuren in Bikini Bottom. Ach, nicht drüber nachdenken. Aber die tauchen doch immer, die kommen immer dahin. Oder ist das Schloss auch in Bikini Bottom? Auch das wechselt von Folge zu Folge. Ja, also es gibt auch, im Film ist es ein anderer König als in der Serie. Hat der wahrscheinlich zu viel Gage verlangt. In so ein Game of Thrones Putsch ist da wahrscheinlich abgelaufen zwischendrin. Es ist super schwer zu sagen, wie genau das alles präzise im Bikini Bottom ist. Was ist denn konsequent in der Folge? Das sind wahrscheinlich die Figuren, die Wohnorte, also die Häuser? Nur von den drei Hauptfiguren die Wohnorte. Okay. Ja. Aber Mr. Krabs wohnt immer im Anker. Er wohnt immer im Anker, also, aber es wird nie genau gesagt, wo der Anker ist. Aber ich meine, die anderen, da ist ja die Relation zueinander klar. Ja. Also SpongeBob wohnt in der Mitte von Patrick und Thaddäus. Ich glaube, so rum ist es. Gibt es da Jahreszeiten oder ist bei denen immer Art Sommer? Es gibt Winter. Es gibt Weihnachtsfolgen und Winterfolgen, ja. Okay. Aber es gibt keine Frühling-Herbstfolgen. Es fallen keine Blätter von den Bäumen. Das würde mich nicht überraschen. Ich kann mich jetzt spontan nicht an eine Folge erinnern, aber es würde mich nicht überraschen, wenn das passiert. Und freizeitmäßig gibt es da nur den See? Oder ist es das Meer? Nee, es ist das Meer. Haben sie das Meer für sich. Ja, du kannst ins Handschuhland fahren, der Vergnügungspark. Du kannst wie SpongeBob Quallen jagen in den Quallenfeldern. Okay, gibt es auch, wo er die wie Schmetterlinge fängt. Genau. Und die dann nach Hause und dann Ja. Und Freizeit, okay. Und gegessen wird nur in der großen Krabbe oder im... Nee, es gibt noch ein schickes Restaurant. Das ist halt, ich glaube, das ist ein Boot, ein Flaschenboot. Naja, und dieses Wiener Würstchen-Ding, da gibt es ja auch Eis. Ja, stimmt. Es gibt schon mehrere Lokalitäten. Der Krabbenburger ist noch, glaube ich, das beliebteste. Okay. Es gibt auch einen Supermarkt.
Das in der Folge, in der eine alte Frau Gary adoptiert, weil sie ihn für einen Streuner hält, trifft Patrick sie in einem Supermarkt. Aber Gary ist doch eine Hausschnecke oder geht ja, aber irgendwie lässt SpongeBob die Tür offen oder so und Gary geht. Oder vergisst ihn zu füttern. SpongeBob vergisst ihn zu füttern, genau. Und Gary geht dann auf Nahrungssuche draußen. Ah ja. Und hat Patrick auch ein Boot oder kann Patrick fahren? Ich dachte, der hätte mal einen Bus gefahren. Ja, ich meine, Patrick hat einen Bootsführerschein. Und in irgendeiner Folge kommt das mal vor. Alter, finde ich, ey. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Was ist denn eine, okay. Weißt du, wie SpongeBob mit Vornamen heißt? Das ist nicht sein Vorname? Robert. Ja. Okay, ja. Bob halt. Ja, aber ich... Ja. Robert habe ich noch nie gehört. Also ich weiß, Mr. Krabs nennt ihn immer SpongeBobble. Also selbst oder das immer Star von Patrick, immer, ja. Was naheliegend ist, ist ja. Mir gar nicht so geläufig. Bobble nennt er ihn immer. SpongeBobble. Ist ja auch, er hat ja auch so eine süße deutsche Übersetzung, die Serie. Also ganz tolle Synchro. Kennst du die Hobbys von SpongeBob? Quallen jagen? Quallen, ja. Quallen fischen, ja. Weiß ich nicht, sich um Gary kümmern? Seifenblasen blasen. Ah, ja, ja. Und Karate. Stimmt, was er mit Sandy macht. Ja, das hatte ich auch noch. Ja. Das ist auch super. Es gibt auch eine Folge, in der er zum König des Karate ernannt wird. Das ist aber eigentlich nur so ein Immobilien-Teilzeitschwindel. Ah, okay. Bei der praktischen Fahrprüfung für den Bootsführerschein fällt der regelmäßig durch. Ja. Die theoretische schafft er aber immer. Das ist die praktische, wo ihm die Nerven versagen. Patrick wohnt unter einem Stein mit einer Antenne aus Rohrholz in derselben Straße wie SpongeBob. Okay. Er trägt grün-lila Bermuda-Shorts und Hawaii-Muster. Patrick geht keiner geregelten Beschäftigung nach. Mhm. Wenn er überhaupt einen Minijob annimmt, verliert er diesen meist noch am selben Tag. Patrick verbringt seine Zeit meist mit Fernsehen, Essen, Schlafen oder gemeinsam mit SpongeBob, mit dem er in erster Linie die Vorliebe fürs Quallenfischen teilt. Seine Tollpatschigkeit und Trägheit sind oft der Auslöser für unangenehme Situationen, die SpongeBob regelmäßig bringt. Manche Episoden wird allerdings der Eindruck vermittelt, dass Patrick mit Absicht gemein ist. Was? Das ist der Fehler, deswegen funktioniert der Gürtel nicht. Du hast ihn auf M gestellt für Mini, stell ihn doch mal auf W für Wambo. Wie heißt denn Thaddäus mit vollem Namen? Thaddäus Tentakel. Thaddäus Quentin Tentakel. Mm-hmm. Ist ein graugrüner, aufrechtgehender Tintenfisch mit großer Nase, der SpongeBob nicht ausstehen kann. Er wohnt zwischen SpongeBob und Patrick in einer Osterinselfigur. Thaddäus ist mürrisch, sarkastisch, hochmütig und selbstverliebt. Er arbeitet als Kassierer in der Großen Krabbe und hasst seinen Beruf, was sich auch in deutlichem Desinteresse, zum Beispiel Zeitschriften lesen während der Arbeit und herabwürdigen Verhalten gegenüber der Kundschaft äußert. Außerdem drückt er sich gerne von allen unangenehmen Arbeiten und wälzt sie auf SpongeBob ab. Seine Erfüllung findet er im Klarinettenspiel, im Malen von Stillleben und Selbstporträts sowie in Ausdruckstanz. Ja, er hat doch diesen engen schwarzen Einteiler und so ein Schweißband um die Stirn an. Ich dachte, es ist zum Joggen oder so. Nee. Thaddäus wünscht sich, reich und berühmt zu sein, Haare auf dem Kopf zu haben und neben anderen Nachbarn als SpongeBob und Patrick zu wohnen. Sein Erzfeind ist Siegbert Schnösel. Siegbert Schnösel. Dem er seinen Erfolg und Reichtum meidet. Okay. Wie heißt Mr. Krabs mit Vollnamen? Eugene. Eugene Krabs. Aber ich weiß nicht, ob er noch ein Mittelnamen hat wahrscheinlich. Herbert. Was war er? Er war Army Lieutenant oder so? Er wohnt zusammen mit seiner Tochter. Ja, klar. Perla wohnt im Obergeschoss. Sie ist Teenagerin. Aber ich dachte, die wäre immer nur zu Besuch gerade. Nein. Okay. Die ist noch in der Highschool. In einem großen, ankerförmigen Haus. Er trägt Jeanshose und Hemd. Mr. Krabs Gedanken und Begierde drehen sich hauptsächlich um Geld. Um seine Tochter und um seinen Erzfeind. Moment, muss man ganz kurz zur Tür. Soll ich pausieren? Oder willst du weiterlesen? Nö. Was? Nee, sollst du. Hast du pausiert? Ja. Hast du? Nein, nicht. Hat er jetzt pausiert?
Hat er jetzt pausiert? Okay. Hast du jetzt pausiert? Nein. Ach so, okay. Hast du was gesagt? Was? Hast du was gesagt? Ich hab mich die ganze Zeit nur gefragt, ob du pausiert hast. Also hast du die Zeit gefüllt irgendwie? Ja, ich habe irgendwie Blödsinn gesagt. Cool. Wer war denn an der Tür? Björn. Was macht der denn? Um seine Tochter und um seinen Erzfeind Plankton. Achso, bla. Sein wichtigster Besitz ist die geheime Rezeptur des beliebigen Krabbenburgers. Mr. Krabs ist unerträglich geizig. Seine Geldgier geht mitunter so weit, dass er seine eigenen Angestellten um ihren Lohn prellt oder sie gar bestiehlt. Ich glaube, in einer Folge bekommt SpongeBob überhaupt gar keinen Lohn. Okay. Im Gegenzug wird ihm seine Gier oft zum Verhängnis. So will beispielsweise der fliegende Holländer Eugene zur Strafe in den Spind von Davy Jones. Das ist der Spind von Davy Jones. Ist das der Davy Jones von Fluch der Karibik? Ist nicht der, ja, mehr oder weniger. Der Witz funktioniert auf Englisch deutlich besser. Davy Jones ist der Seemannsname für den Teufel. Und Davy Jones Locker heißt quasi auf den Meeresgrund. Okay. Also das Schiff liegt jetzt in Davy Jones Locker. Ja. Genau, das ist der Spind von Davy Jones. Und es ist aber irgendwie Davy Jones von den Monkees. Kommt auch in der Folge vor. Oh, I'm a believer. Mhm. Und irgendwie bewahrt der Davy Jones, also der Seemannsteufel, der fliegende Holländer, bewahrt seine Sportsocken in seinem Spind, in Davy Jones Spind auf. Und deswegen ist es eine absolute Höllenstrafe. Wie heißt denn Sandy mit vollen Namen? Weiß ich nicht. Gar Sandra Sandy Cheeks. Sandy Cheeks, ja. Sandy Cheeks ist auch ein ganz schön koketter Name. Ist ein weibliches Eichhörnchen. Woher kommt sie? Texas. Genau. Das mit Unterstützung der NASA auf dem Meeresgrund wohnt. Sie lebt in einer Eiche, die in der Mitte unter einer wasserdichten Glaskuppel ähnlich einer Biosphäre wächst. Außerhalb der Kuppel trägt sie einen Raumanzug, der ihr das Atmen ermöglicht. Hauptberuflich ist Sandy eine begabte Wissenschaftlerin, Erfinderin und Technikwissenschaftlerin. Hin und wieder beobachtet sie die Stadtbewohner und betreibt so etwas wie Verhaltensstudien. Sandy ist eine gute Freundin von SpongeBob und eine temperamentvolle und offenherzige Person. Sie betreibt Karate, haben wir ja schon vorhin, Gewichtheben, Radsport und Wellenreiten. SpongeBob und Patrick dürfen Sandys Kuppel nur mit einer wassergefüllten Goldfischglas über ihren Kopf betreten. Ah ja. Ah ja, klar, stimmt. Wie heißt denn Plankton mit vollen Namen? Plankton ist sein Nachname, glaube ich. Ja. Moment mal, heißt er nicht Peter Langton? Ist das irgendwie sowas? Das wäre geil. Nee. Der heißt Sheldon James Sheldon. Plankton. Ja. Ja. Wer ist denn das? Ah, Mrs. Puff heißt Poppy Puff. Die, ja, das ist die Fahrlehrerin. Ja. Weißt du, wie Gary heißt? Gary? Nein. Gerald B. Schneckerich. Ja. Wer ist denn Karen? Karen ist der Computer von... Ah, okay. Sein Pottwart-Dame und Tochter von... Ah, Perla Krabs. Wer ist Fred? Kennst du Fred? Fred? Lies mal mehr. Regelmäßig zu Fred, auftretender olivfarbener Fisch mit brauner Hose, der stets Opfer von SpongeBob Patricks Missgeschicken wird. Ja gut, dann halt einer von denen. Da bin ich mir im Deutschen nicht sicher, ob der nicht jedes Mal einen anderen Namen bekommt. Oder Painty? So. Kennst du Painty? Nee. Synchronisiert von Hans Teuscher ist das... Painty. Ah, Piratenporträt am Anfang. Ah! Ja. Hm. Kennst du den alten Jenkins? Der alte Jenkins, ja, das ist so ein Running Gag. Oh mein Gott, das ist die Farm vom alten Jenkins! Also, ist ein stadtbekannter Greis, der trotz seines Alters noch immer mit dem Auto fährt und eine krossen Krabbe zu essen pflegt. Meeresjungfrauenmann und Blaubarsch. Meerjungfrauenmann und Blaubarschbube, die Helden. Das sind die Helden, okay. Ja, die inzwischen senilen Helden, Meerjungfrauenmann und Blaubarschbube. Kennst du die Atomflunder? Ist das nicht einer ihrer Schurken? Ist einer der Erzfeinde von mir. Ja. Das und der Manta-Rochenmann oder so? Es gibt noch, Manta-Rochen gibt es noch. Und Drecksackblase. Mhm.
Kennst du den? Ja, der alles irgendwie in Dreck einhüllt oder so. Das ist einer der Erzfeinde von mehr Blabla. Eine Stärke resultiert aus seiner enormen Oberflächenspannung. Allerdings kann er mit einem spitzen Gegenstand zum Platzen gebracht werden. Kennst du Larry von Lobster? Das ist der pumpende Hummer. Ach so, stimmt. In der... Ja. Der muskulöse, selbstverliebte Hummer, der in der Go-Lagune. Der französische Sprecher. Das ist auch noch mal so eine Sache. Ah, er ist mit Sandy und Don befreundet. Wenige Sekunden später. Fliegenden Holländer hatten wir schon, ne? Mrs. Betsy Krabs ist die Mutter von Mr. Krabs. Echt, die taucht auch auf? Geht es um irgendein Rezept oder so, was sie von der Mutter haben wollen. Oma und Opa Schwammkopf? Was sind die? Die machen SpongeBob-Plätzchen in einer Folge. Opa Schwammkopf taucht in der Serie nicht auf, aber SpongeBob zitiert in Gedanken hin und wieder seine Lebensweisheiten. Der Pirat Patchy? Ja, das ist der Realfilm-Pirat. Ah, okay. Mutter Schwammkopf, Vater Schwammkopf. Ja, die kommen ab und an mal vor. Oder einmal zumindest. Sie wohnen außerhalb vom Bikini Button und treten daher nur selten auf. Gegensatz zu ihrem Sohn. Sie im Alter auch eher in die Vorstadt ziehen. Siegbert Schnösel. Ist das, was ist das in der bekannten Thaddäus Tentakel, den er seit Highschool... Achso, okay. Ich dachte, die wären verwandt. Der Millionär. Okay. Ah ja. Siegbert besitzt einen eigenen Fanclub. Was? Ja, König Neptun, das ist, ne? Ist der oberste Herrscher unter Wasserwelt. Der Name ist angelehnt vom römischen Wassergott Neptun und wird unter anderem von SpongeBob oft in Phrasen wie zum Beispiel "Ach du heiliger Neptun" verwendet. Kennst du Kabeljau? Was? Nein. Ist ein Moderator. Ist ein Kabeljau und einer der bekanntesten Nachrichtensprecher. Ja. Kennst du Turnschuhmann? Turnschuhmann ist doch das Alias, was SpongeBob annimmt, als er die Turnschuhe überzieht, als sie selber so eine Heldenliga gründen. Ist ein alter Superheldenkollege von Meer, Jungfrau, Mann und Blau, Barschbube. Seine Superkraft besteht darin, unnatürlich schnell zu rennen. In einer Episode schlüpft SpongeBob in seine Rolle. Kennst du Captain Magma? Das ist Thaddäus, glaube ich, der dann in die Rolle... Das sind jetzt alles die Superhelden aus dieser Superheldenfolge. Ah. Und Thaddäus wird, glaube ich, Captain Magma. Sandy wird irgendwie unsichtbar. Also und Sandy wird irgendwann Miss mal so mal so. Miss mal so mal so, genau. Ja. Und Patrick wird unglaublich dehnbar, glaube ich. Der elastische Hosenbund. Ja. Und der gusseiserne Grübler. Wer ist das? Gary? In einer Episode sieht man ein alter Superheld von Miros Loire. Seine Superkraft ist es, über alles nachzudenken und zu philosophieren. In einer Episode sieht man ihn in einer alten Meerjungfrau, Mann und Blaubarschbube Folge. Nee. Okay. Ich glaube, die Folge, irgendeine Folge ist einfach nur so random, so ein Cartoon aus den 50ern oder 60ern oder im Stil von so einem 60er-Jahre-Cartoon. Aber ich meine, Nebenfiguren, da müssen die auch öfter auftauchen als nur einmal, wenn die aufgeführt werden. Kommt auf an, wo du gerade rumhängst, auf welcher Seite. Wie viele Orte gibt es neben... die so bespielt werden. Also ich meine, Bikini Bottom und gibt es halt... Ja, der Strand ist The Goo Lagoon. Du meinst andere Städte? Ja. Also sie fahren mal aufs Land, aber das ist immer eine richtig in einer anderen Stadt sind. Also außer Rock Bottom, aber ich weiß ja nicht, ob das... Macht der Urlaub? Nicht, dass ich wüsste. Naja, müssen ja nicht ne? so... Naja, ne? So. Wir haben jetzt auch schon wieder ganz schön viel Zeit gefüllt. Was? Was? Zeit genug, um 3 ganze SpongeBob-Folgen zu sehen. Meine Güte nochmal! Ja, das könnt ihr, wenn ihr die richtigen 3 Folgen findet, dann habt ihr auch unseren Audiokommentar auf DVD dazu. Jetzt. Kleines Rätsel für euch. Den habt ihr demnächst. Welche Folge ist es heute? 48, 49? 48, glaube ich. 48. Ja, 2 Wochen. Oh, meine Güte, ey. Spannend. Dem sehe ich schon mit ein bisschen Angst entgegen, aber es wird gut. Weil wir Shakata Wodka trinken? Shakata. Ich bin noch mal in Tempelhof in der Zeit. Also. Das heißt, du kannst dir mal... Sei vorsichtig, was du dir wünschst. So eine alte Getränk. Also alte Fanta. So ein Getränk, ja, es könnte in so einer Folge... Al Bundy, schrecklich nette Familie, dass er unbedingt halt eine Shakata noch mal trinken will. Und dann merkt er, ach, es ist doch nicht wie früher. Ja. Wo können denn unsere Zuhörer in Bikini Bottom uns erreichen? Die können uns schreiben. Findest du?
@gmail.com zum Beispiel. Oder @fünnesupport auf Twitter. Oder Sie können einen Kommentar oder ein Video lassen auf YouTube, Fünnes mit Doc und Klaus. Wo ihr auch die Videos sehen könnt oder beziehungsweise Videos hören könnt. Und natürlich. Ja, aber die wunderschön gemalten Thumbnails von den Klausmann kann man sich da auch bestaunen. Das findet ihr auch auf fünnesupport.com und gleichzeitig. Ja, leck mich doch am Arsch. Könnt ihr uns auch auf iTunes oder Podcast Addict oder Stitcher Radio hören. Oder in Dauerschleife in der Sauna auf der Wolke A7. Ach, wo findet man dich denn da? Ich sitze meistens Hat man das gehört? Unter, Knacken in meiner Brust. Unter den Bänken in der Sauna und mache die Fotos. Nice. Aber da ist wenigstens auch jemand, macht die. Das ist nicht die fest installierte Kamera, sondern da bemüht sich noch jemand ab. Ja. Meist unter der Sauna oder unter den Sitzen ist ja meist dieser Aufgussbereich, wo hier richtig scheiße heiß ist. Ja, deswegen ist harter Job. Ja, da sind wir wieder am Ende des Kreises am glühenden Rohr. Nice. Das ist die, die Nachtkneipe in der Wolke A7. Zum glühenden Rohr. Gut. Na dann. Ich bin ein taubes Nüsschen, yeah. Du bist ein taubes Nüsschen, yeah. Wir alle sind taube Nüsschen. Ja, taube Nüsschen, yeah.